Jetzt sehen wir gleich Frau Ingrid Krauses Theater- und Tanzkreis, auch eine darstellerische Form. Und schauen wir mal, wie diese europäische Vielfalt von Seiten der Folklore heute in Berlin so aussehen kann. Wir haben heute im Gespräch gehört, auch Corona-bedingt weniger in geschlossenen Räumen, mehr in der öffentlichen Raum. Und dafür ist auch generationsübergreifend, weil immer mehr junge Leute im Rahmen der Entwicklung, wo sie da in der Nähe tanzen, in der Nähe der Rostlaube, immer wieder vorbeikommen. Also auch das eine Möglichkeit, kreativ mit gewissen Beschränkungen umzugehen und den öffentlichen Raum wieder stärker zu beleben. Und jetzt freuen wir uns auf die Einspielung leider, denn wir leider konnten wir live nicht so viele Leute tanzen lassen. Bei den Wettern ist es vielleicht auch gar nicht so. Thank you.
in Deutschland vielleicht also anders als in anderen europäischen Staaten unbedingt mit Jugend assoziiert wird, aus verschiedenen Gründen, die wir im Gespräch mit Ingrid Krause heute schon erörtert haben. Sie lade ich herzlich ein, sich später noch mal den Film anzuschauen, wo es aber eine Verbindung von Krause geben wird. Das ist eine sehr spannende Geschichte und hat es auch viel damit zu tun, dass wir nicht die eine europäische Perspektive haben, sondern dass Europa, wie Herr Bodke gerade auch schon sagte, eben in Vielfalt geeint ist, wie es ja auch unser Motto ist. Und es eben einfach verschiedene Perspektiven gibt und damit auch verschiedene Erzählungen. Und eine dieser Erzählungen hat natürlich auch viel mit unserer Geschichtsrezeption zu tun und mit unserer sehr persönlichen Geschichte, aber auch mit der Geschichte der Gegenden, aus denen wir kommen, auch der Länder, aus denen wir kommen, auch wenn sich die Grenzen einmal wieder verschieben. Das ist ja auch gerade in Jugoslawien gesagt hat, wo es ja auch jetzt ein einzelner Staat in einigen Teilen Lange Rede, kurzer Sinn, es geht um Geschichte, um Kunst, um Kultur und Geschichte, die ja auch untrennbar miteinander verbunden sind. Und deswegen würde ich jetzt Sie, Herr Ahnen, bitten, als Schlossherr sozusagen, das Wort zu ergreifen, denn dieses Schloss hat ja tatsächlich sehr unterschiedliche historische Phasen durchgemacht. Nicht nur als die Gemahle des Friedrichs Großen, sondern leider danach eben auch zur Zeit des Nationalsozialismus als Zentralregion für entartete Kunst. Und deswegen finde ich es eigentlich besonders schön, nicht nur aus Gründen des Umbruchs und des Mauerfalls, sondern auch, dass jetzt sozusagen die Kunst, die aus allen Ecken der Welt in der Wiener Jugend oder in der Wiener Schulen zusammengekommen ist, jetzt diese Hallen wieder bevölkert. Ja, das finde ich natürlich auch toll. Das ist ein Ort, der wirklich über 350 Jahre, den es in Jana schon gibt, wirklich sehr, sehr viel erlebt hat. Also Elisabeth Christina als Frau von Ministers Groß hat hier fast 60 Jahre lang diese Raummalte verbracht, ist auch sofort der europäischen Verbindung gewesen mit den ganzen Königshäusern, Fürstenhäusern, mit denen sie verwandt war, aber hatte natürlich angewohnt durch den Austausch. Dann gab es bei der Lehrstand gesagt, wie ist die Art der Kunst. Wir haben heute die wenigen Fotos, die es gibt, oder die sehr detaillierten Listen sieht von den Objekten, die hier gut mitfahren. Schon ein Wahnsinn, dass hier auch sortiert wurde, sozusagen. Ein einziges Produkt, wahrscheinlich zu diesem Quartal, doch noch wenig von Gott zu berechnen. Also es ist schon enorm, was da sortiert wurde und auch aussortiert wurde. Ja, und dann die DDR-Geschichte natürlich auch, als das Schloss erst Amtssitz Wilhelm Kiels, das erste und einzigen Präsidenten der DDR war und dann Gästehaus der DDR-Regierung, auch wieder ein Ort, wo unglaublich viele Gäste eigentlich zu Besuch waren, auch Austausch stattfand, aber eben anders als man denkt. Das war ein abgeschlossener Ort, der war nur für wenige Menschen zugänglich, ja, dass wir auch Leute da sitzen könnten und eine Ausstellung eröffnen, die Jugendliche, ja, wir auch so die mitgeschleift haben, das war ja toll. Und es wirkt mir eigentlich auch immer, wenn ich hier so stehe und mal die Fotos sehe von den Staatsratssitzungen, die stattgefunden haben, in diesem Raum zu bewusst haben. Ich bin am 13. August 1990 nach Berlin gezogen, ist auch ein Datum, das sich übergangen lässt. Auch da mit so einer Mischung zwischen ja, dem Mauerbau und der Wiedervereinigung, das ist irgendwie doch ein spannendes Spannungsfeld. Ich finde es toll, dass wir in den letzten Jahren die Möglichkeit haben, ein bisschen die Strukturen, die unsere Stiftung ja als Verwalterin des deutschen Erbes so in sich trägt, ein bisschen aufzubrechen und aufzuweichen, indem wir eben die Möglichkeit haben, zwar in kleinem Rahmen, aber allein Räume zur Verfügung zu stellen, die eben dann für solche Ausstellungen von Schülern, von einfach von Kooperationspartnern genutzt werden können. Das macht Spaß und das insofern. Ja, freue ich mich einmal mehr, dass es geklappt hat. Es hat Spaß gemacht wieder mal. Und ja, freue mich auf weitere Projekte. Ich wünsche Ihnen nachher viel Spaß. Wir hoffen, dass mit dem selbstischen Geist in der Ausstellung auch viele Gäste die Ausstellung tatsächlich einmal gut besuchen werden. Und wir sehen uns ja dann wahrscheinlich spätestens, wenn der Runde Tisch dann genau. Am 5. Oktober dann auch so. Und der Gast am historischen Ort sehr wahrscheinlich. Das ist die Geschichte, die sich fortsetzt.
weil es einfach wirklich nur im direkten Austausch überhaupt zu solchen Geschichten kommen kann. Natürlich freuen wir uns auch bei den QR-Codes, die es auf den Gebieten gibt, wo die Schülerinnen und Schüler selbst noch erzählen. Aber das, was tatsächlich im Gespräch stattfindet, ist nicht ersetzbar. Und ich denke, da sollten wir uns alle immer wieder auch erinnern, gerade in der Corona-Zeit, in der wir sehen, was uns eigentlich im Alltag ganz selbstverständlich erscheint, sollten wir das vielleicht auch in unseren Alltag tragen, diese Begegnung und dieses Europa, von dem wir immer wieder sprechen, auch tatsächlich in unser aller Leben Wirklichkeit werden lassen. So wie es die Schülerinnen und Schüler bei diesem Projekt auch gemacht haben. Und jetzt freuen wir uns.